Das war es definitiv. Bye bye Teneriffa. Wir nehmen die Fähre. Was alles noch so passiert, bevor wir die Fähre nehmen, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ja, einen schönen guten Tag hier aus Teneriffa. Der letzte Tag hier aus Teneriffa. Wir haben gestern Abend gebucht. Um 18 Uhr geht die Fähre und so langsam bin ich hier auch wirklich diesen Verkehrslärm, den bin ich ganz schön satt. Ich freue mich, dass wir jetzt wirklich mal hier vom Hof kommen. Und ich habe hier aber trotzdem mit dem Milo habe ich einen Angelladen entdeckt. Ganz hier in der Nähe und da habe ich schon Netze gesehen. Jetzt hatten wir ja mal erzählt, okay, wir bräuchten eventuell Netze für das Bett, ne? Weil das ist ja alles so ein bisschen, der Rausfallschutz, der ist nicht so hoch. Wie könnte man diesen Angelladen finden? Also da vorne seht ihr das Auditorium, hier vorne ist der Parkplatz, da vorne stehen die Wohnmobile und der Angelladen ist direkt hier, La Marina, das klingt gut. Und hier vorne sieht man auf jeden Fall direkt schon die Netze und ja, hier gibt es sie in mehreren Farben. Ich habe gerade nochmal geguckt, das optimale Farbe wäre wahrscheinlich grau für uns. Nehme ich einfach mal ein größeres mit und erstmal mal gucken, was kostet das. Ja, ich hatte jetzt mal geguckt, das Netz war jetzt leider nicht so grau, es war ein bisschen blau, es hatte jetzt 35 Euro gekostet und irgendwie war es meiner Meinung nach auch nicht ganz so stabil. Das Netz buchen wir wieder woanders, das war jetzt halt mal ein Versuch. Mops macht gerade eben das Fahrzeug fertig, ist ich auch fertig, damit wir los können und ich bin es ja mittlerweile hier schon gewohnt, hier mit dem Kleinen unterwegs zu sein. Also das Netz kann ich jetzt leider nicht kaufen. Steht das weiter auf dem Zettel, war jetzt mal ein Versuch. Ja, heute steht einiges noch an, bevor wir die Fähre nehmen, deswegen würde ich sagen, mal los. Ja, von hier aus gibt es den besten Blick rüber aufs Meer und ihr seht hinten vielleicht in der Ferne, ich glaube, ich kann ein bisschen die Umrisse erkennen. Letztes Mal, wo wir da waren, konnte ich sehr, sehr gut erkennen. Und ich will euch mal ganz kurz hier was zu der Fähr- und Entsorge zeigen. Also schaut mal, wie schief wir hier stehen. Also eigentlich, ich glaube, das habe ich auch schon gesagt, mit den Hufstützen fahre ich hinten hoch. Nur hier waren gerade so viele Camper, jetzt habe ich einfach da hinten mal leer gemacht, sage ich mal, in der einen Waschbox. Weil ich hatte jetzt mal gefragt, geht das auch, weil ich krieg den Wagen ja so nicht komplett leer. Ne? Also egal wie hoch ich ihn pumpe, so kriege ich ihn nicht leer. Und jetzt, genau, das finde ich halt sehr, sehr gefährlich. Also hier ist die Schwarzwasserentleerung. Ich werde jetzt hier nicht reinfilmen, Leute. Hä? Also die Gabel braucht ihr gar nicht aus der Hand nehmen. Aber das ist schon gefährlich. Das Ding ist dann halt immer offen. Das hier ist für Schwarzwasser. Das ganze Terrain ist halt für Grauwasser. Und dann gibt es natürlich hier noch den guten alten Schlauch. Also schaut mal, wie gut und alt der ist. Also ich glaube, da macht das Ganze schon Sinn, hier sein eigenes Equipment mitzubringen. Auch hier, ich wollte euch eigentlich mal den Wasserdurchlauf hiervon zeigen. Also der ist hier wirklich fantastisch. Wir haben auch richtig schön kalkhaltiges Wasser haben wir hier. Also das ist natürlich spitze für den Akion. Der kann super umsetzen. Und ja, wir machen jetzt hier mal alles voll. Wäsche läuft. Ein bisschen den Wagen, die Felgen habe ich gerade auch schon gewaschen. Und ja, während der Wartezeit und dann geht es erstmal weiter. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen heute die neueste Sensation. Guckt mal, das Teil haben wir euch unten verlinkt. Guckt's an. Das ist eigentlich unser Käsehobel. Elo nutzt ihn für
Die Gurken als Reibe. Das ist ja mal eine mega gute Idee. Also so spart man sich wieder einen Teil und man sieht, es funktioniert wirklich. Ich habe nämlich letztens unsere Reibe gesucht und ich weiß gar nicht, ob wir sie haben. Eigentlich müssten wir sie irgendwo haben. Einfach campen. Boah, das war gerade richtig heftig. Also ich bin hier gerade über einen Zebrastreifen gegangen. Ich will noch mal ganz kurz nach Aldi gehen. Da gehe ich hier vorne in der Mitte, gehe ich drüber. Ich höre nur mega Bremsen und kam auf einmal hier nach oben geschossen. Diese scheiß Formel 1 Fahrer. Ey, heftig. Der hat uns fast erwischt. Ich bin noch so gerade eben zurück, aber der hätte mich, glaube ich, trotzdem am Bein erwischt. Alter Schwede, ey. Manche Leute, ne, die drehen einfach durch beim Fahren. Was ist mit denen los? Die sind doch nicht forever young und jugendlich oder sowas. Boah, ich könnte mich so aufregen. Das war jetzt echt so heftig, Leute. 20 vor 5. Um 5 Uhr treffen wir uns mit den anderen. Der Milo wird gerade eben wach. Kleines Mittagsschläfchen. Ja, es dreht sich immer noch um. Bah, wie dreckig sind die denn? Die Füße. Und dann auf den Tisch. Du so Sau. Gehört sich das. So, jetzt beim Essen Füße auf den Tisch. Einen guten Gurkensalat lässt du mir natürlich nichts übrig, ne? Was hast du denn jetzt vor hier? Wir sind wieder bei Decathlon. Ich sag grad schon Hallo. Decathlon ist irgendwie unser bester Freund hier. Es tut heute wirklich sehr unangenehm. Also jetzt nicht so, dass ich Schmerzmittel brauche oder so. Aber heute zieht es irgendwie doll und immer wieder irgendwie. Also ich merke ihn die ganze Zeit und es ist die ganze Zeit irgendwie unangenehm. Vielleicht bräuchte ich da wirklich so eine Bandage. Ne? Es gibt ja so Anziehbandagen. Und wir hatten letztens mal sowas hier gesehen. Da sagt ihr noch, vielleicht ist das was für dich. Und ich so, nein, das brauche ich nicht. Ich habe auch nach dem dritten Tag gesagt, Röntgen und alles. Aber, ja, ja. Ja, ja, gut, das Thema, ne, haben da wir. Da brauchen wir nicht drüber quatschen. Ist auf jeden Fall nicht gebrochen. Aber ich brauche, glaube ich, wirklich mal so eine Unterstützung da. Und ich hatte an dem Tag, wo das passiert ist, ich hatte da abends feste Schuhwerk an. Also es kann mit jedem Schuhwerk passieren. Das wollte ich auch noch gesagt haben. So, jetzt bin ich in der Abteilung. Ich wollte gerade da durchgehen, da geht das aber nicht mehr. Jetzt muss ich mal gucken. Entweder ja, sowas würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt hier oben nichts. Ich glaube, ich brauche einfach nur hier so eine Unterstützung. Tapeband, ja, jetzt gucken, wie funktioniert das hier. Ich messe es auf jeden Fall mal. Hier ist auch was zum Messen und mal gucken, eine davon werde ich hier mitnehmen. Ja, bevor es losgeht, brauchen wir hier wieder den Kasten. Den wird Mops euch natürlich verlinken. Es geht jetzt zum Gastanken. Ja, just in time sind wir hier am Hafen und hier können wir schön langsam rollen lassen. Wir sind nicht zu spät, vielleicht auch nicht zu früh. Die Fähre ist dort. Wir nehmen das Unternehmen Fred Olsen. Ich hatte ja schon berichtet, es gibt zwei Unternehmen, entweder mit Amas oder mit Fred Olsen. Mit Fred Olsen sind wir unter anderem auch von Huelva hier nach Teneriffa. Ja, 6 ganze Wochen war es jetzt hier. Eine richtig schöne Zeit auf Teneriffa, das kann ich euch sagen. Also, wer war schon mal 6 Wochen auf Teneriffa? Also, dass wir auch jetzt auch so lange bleiben, das hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Wir waren ja eigentlich schon im Zug, schon weiterzufahren. Und ja, jetzt sind wir dann doch, ihr wisst ja, der Mian war krank, die Nachbarn waren krank und so weiter. Und ja, ihr wisst ja, bei Fred Olsen braucht man auch keine Tickets oder sowas. Man zeigt jetzt einfach seinen Perso und dann kommt man aufs Gelände, beziehungsweise hier, dass man die Fähre nutzen kann. Ja, der hat jetzt noch nicht mal die Ausweise nachkontrolliert, wenn ich ehrlich bin. Gar nichts hat der gemacht. Wir sollen jetzt hier auf Line 1. Vielleicht ist da nochmal derjenige, der es dann alles kontrolliert. Also ich gehe mal ganz stark davon aus. Und dann da rechts, da seht ihr die Fähre. Sieht aus wie auf der Autobahn auffahren. Aber ja klar, so sieht eine Fähre von hinten halt aus, ne? Ja, ich freue mich gleich schon wieder, endlich wieder
Eine Bootstour? Doch, das ist schon eine Schifftour. Ja, also der Daniel ist durch. Ich werde jetzt erstmal hier unsere Luftunterstützung, die werde ich mal also hinten den Popo hochfahren. Der Daniel dreht schon, wahrscheinlich muss er dann rückwärts drauf. Das erinnert mich so ein bisschen an die Fähre, wo wir nach Marokko mit Tobi rübergesetzt sind. Da habe ich den Tobi auch noch drehen sehen. Heute habe ich noch mit ihm geschrieben. Der hatte Geburtstag, ich hatte ihn schön gratuliert an dieser Stelle. Ja, unsere Fahrscheine werden gerade eben hier, beziehungsweise, wow, die Scheibe ist ja ganz schön dreckig. Ey. Hello. Junge, Junge, nee, der kontrolliert gerade hier die Reisepässe. Ja, und dann geht's auf die Fähre. Ja, ich hatte nochmal gefragt, ob die Frauen und Kinder drin bleiben können. Nee, das wäre nicht so angenehm. Jetzt geht's erstmal raus. Also Kyle ist vorne dran. Ne? Da unten seht ihr es vielleicht. Wir gehen jetzt natürlich erstmal rein, mal gucken, wo ist der Weg. Da vorne watschelt sie lang. Ihr kennt das ja selber, wenn das alles dann so vollgeparkt ist und so weiter. Und ja, das ist natürlich Millimeterarbeit. Mops hat die Zunge dabei draußen. Das sieht gut aus. Und da unten ist sie, die neue Bandage von Mops. Mops ist jetzt bandagiert. Naja, ich hatte ja früher auch mit dem rechten Fuß hatte ich ja Probleme. Ich hatte auch immer eine Bandage, besser ist das. Ja, ich habe den Milo, Mops den Kinderwagen. Leicht ist sowas natürlich nicht. Mist, den Kinderwagen schleifen wir wahrscheinlich umsonst mit. Hier gibt es keinen Fahrstuhl oder sowas. Naja, was du hast, das hasse. Und hier gibt es natürlich überall Sitze. Jetzt habe ich noch Mops wehgetan. Oh, jetzt ist sie sauer. Naja, das war überhaupt nichts. Den Esel bringe ich wieder zurück in den Wagen. Da oben sind ja total viele Sitze. Ja, und so schnell legen wir hier schon ab. Da hinten noch eine Staffel, wie nennt sich das, Segelboote? Das macht bestimmt auch Spaß. Wir hatten sowas schon mal mitgemacht. Aus eigener Kraft dann los. Hier die große Mein Schiff. Zwei Mein Schiff? Nee, da ist Mein Schiff und da ist Tui. Oder ist Tui Mein Schiff? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich ist es was anderes. Ne, dann gibt es ja noch AIDA, ne? Aber TUI ist mein Schiff. Na gut, zwei Stück liegen hier an auf jeden Fall. Da vorne ist dann was Schönes und es gibt gar keinen Außenbereich. Ich gehe mal so gerne nach draußen, ne? Also hier ist schön Klimaanlage, ich habe T-Shirt an. Wir haben für alle Mann, haben wir natürlich schön dick eingepackt, alles dabei. Ja, wohlfühlen, mein Schiff 1, also das ist definitiv hier von TUI alles. Ich habe mich mal gerade erkundigt. Und schaut mal hier die Balkonplätze, ne? Wie sie da draußen alle flezen, schön im Bikini. Schön Sonne tanken. Ja, Mops geht mir ja die ganze Zeit schon auf den Keks. Sie will ja auch sowas gerne machen. Ja, ich weiß nicht, wie ist das, ne? Immer so eine kurze Zeit bei den Häfen zu haben. Raus, hat man dann Lust immer raus. Sehr, sehr schwer. Also gar keine Erfahrung haben wir damit. Aber irgendwie interessiert es mich auch. Ist ein deutsches Schiff, ne? Also Sonnenuntergang steht ja nicht umsonst da. Sonnenuntergang. Naja, und ich wollte mir das Ganze mal angucken. Also hier sieht man auch die Handy-Generation. Jeder hat so seinen Teil. Jeder ist so bei seinen Facebook oder Instagram und so weiter. Und es muss doch auch einen Bereich für die Raucher geben. Hey, oder gerade hier unsere Mitreisenden, die haben ja auch einen Hund dabei. Also auch der Hund muss ja irgendwo rausgehen, ne? Und das dann jetzt nochmal hier so mitzunehmen, ach, ich liebe das ja. Wie viel, ja, was für eine Power, wie schnell ist es dann hier, das Boot? Wahnsinn. Und jetzt natürlich hoffen, hat man jetzt die Möglichkeit, vielleicht noch Wal zu sehen oder sowas. Also der Milo, der findet das ganz schön interessant. Boah, ist das Kraft da hinten am Wasser. Schaut euch das mal an, wie das hochplätschert. Mit voller Kraft voraus oder hinten raus. Wahrscheinlich hinten raus. Jetzt natürlich nochmal hier Panoramablick. Das, was die Mein Schiff-Kollegen hier mitgemacht haben, obwohl die Sonne steht tief, da siehst du gar nicht so viel. Wahnsinn. Weiter auf das große, weite Meer. Ja, jetzt habe ich auch mal Zeit, euch von etwas zu erzählen, wo ich wieder sehr verärgert bin, ganz ehrlich. Also ihr habt ja immer uns erlebt, wir sind nach Orange gerannt, nach Orange und nach diesem einen Tag mit den beiden Schnupfbärchen da, die irgendwie gar nicht wussten, was überhaupt bei Orange möglich ist, wo wir das dann ja gesehen haben, dann habe ich mich ja für Marsmobil entschieden. Und ja, wie kann ich euch das zeigen, ohne dass ihr die Nummer seht? Nichts gegen euch, aber wenn mich jetzt jemand die ganze Zeit anruft, also ihr seht mal hier, sag ich mal, so sieht das Ganze aus, ne, die App. Und hier sieht man zum Beispiel, so, ich habe noch 30 GB, ne? Aber die Karte war ja im Router und auf einmal ging kein Internet mehr. Also der Klassiker bei uns, Orange-Karte ist leer, also diesmal Mars Mobil ist leer, ich hole sie raus,
Ich wollte sie wieder auffüllen. Leider hat er mich aus der App rausgeschmissen. Deswegen dachte ich, okay, die SIM-Karte muss vielleicht wieder in dem Handy sein, weil es vorher auch so gut ging halt. Ich konnte dann sehen, was im Router, sage ich mal, für Daten verbucht wurden und habe es dann immer auf dem Handy gesehen. Gut, reingemacht, zack, 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 wieder fertig gemacht, sehe dann 30 GB noch drauf. Ich denke, hä, warum geht die nicht? Das kann doch gar nicht sein. Ja, dann bin ich auf jeden Fall mal zum Shop gegangen. Ich sage ja hier so und so. Ich habe jetzt hier, weil das ist halt mega das Bequeme, ihr seht jetzt hier Guthaben. Seht ihr Guthaben? Hier unten genau, 22,32 Euro. Und also ich habe 20 Euro aufgeladen, mega schön. Einfach Kreditkarte bezahlt, 20 Euro sind abgebucht, zack, da drauf. So will ich es haben. Ich will nicht mehr in irgendeinen Shop und da irgendjemand überzeugen, wie Orange geht, dass man das doch innerhalb diesen 28 Tagen, ihr wisst ja, was ich da für einen Ärger hatte und ja, war alles super. Geht aber immer noch nicht. Kein mobiles Netz, nichts. Also gestern in den Shop, wir waren da ja in der Nähe. Ich sage ja hier so und so, ich habe 30 GB drauf. Das funktioniert trotzdem nicht. Ja, und sie da auch am Drücken. Dann hat sie sich irgendwann mit dem Telekom-Vertrag eingewählt, was ich gar nicht so gecheckt habe. Zeigte mir ja hier, Google geht doch. Ja, dann habe ich das nachgeprüft in den Einstellungen. Halt. Ja, ich sage ja, okay, nee, habe das dann auf die quasi, man kann ja mobile Daten dann umstellen. Habe das wieder auf die Maßmobil gemacht. Sie sagt, ja, wüsste sie jetzt auch nicht. Dann sagt ihr irgendwie ein Mitarbeiter nebenan, ja, die haben da irgendwie Netzprobleme. Dann denke ich mir, Netzprobleme, das ist für uns eine Katastrophe. Wir haben Telekom gekündigt, Telekom ist jetzt bald weg und dann haben wir nichts mehr. Das heißt, dann hätten wir jetzt nur noch Orange, wo ich schon eine Karte verbraucht habe jetzt, weil die halt erstmal im Router war, weil du musst ja innerhalb von den ersten 24 Tagen oder 28 Tagen verbrauchen. Und jetzt habe ich noch eine und die andere ist jetzt im Router. So, was ist, wenn ich habe kein Telekom mehr, kein Orange mehr und habe nur Maßmobil? Entschuldigung hier für den dritten Finger. Das war nicht an euch gemeint, aber was mache ich denn dann? Ja, das rüttelt mich jetzt irgendwie auf. Ich brauche doch eine deutsche Nummer. Also ich habe eine Prepaid-Nummer, aber ja, was soll man dazu sagen? Also ich werde auf jeden Fall mal berichten, geht es jetzt auf der nächsten Insel, wo wir ankommen, oder geht es nicht? Weil das kann ja wohl nicht sein. Ja, ich wollte euch einfach mal hier so ein bisschen alles zeigen. Ne? Wie sieht denn das Ganze aus auf so einer Schnellfähre? Also wir sind hier vorne in Zone 1 und 2. Hier sind wir auch am Anfang tatsächlich gelandet, nur wir wurden gebeten wegen dem Haustier von Daniel und Isabel, dass wir vielleicht ein bisschen nach hinten, da gibt es einen extra Sitz und da kann der Hund auf einer Matte unten liegen und der wird dann angeleint und so weiter. Es muss ja auch so Plätze geben. Ne? Also hier vorne ist auf jeden Fall so eine kleine Snackbar. Also der Daniel, der hatte auch schon Eisgurt. Der sagte, ist auch gar nicht so teuer jetzt hier alles. Also Toiletten gibt es natürlich auch alles. Ja, sowas muss es natürlich auch geben. Ne? Also welches Schiff hat denn mal bitte nicht genau sowas? Auch wenn es eine kurze Fähre ist oder ja, eine, die auf jeden Fall nicht den ganzen Tag und so weiter dauert. Also hier immer wieder dann Bereiche, wo man sich was holen kann. Fernseher laufen hier und ja, man kann sich hier ein bisschen entspannen. Ich meine auch vielleicht die Klimaanlage ist am Ballern. Da vorne war schon jemand tatsächlich mit einer Decke. Hier auch einfach mal die Toiletten euch zeigen. Wie sieht das Ganze so aus? Also von der Farbe, genau unsere Farbe würde ich mal so sagen. Ne? Ja, ich muss euch das zeigen, denn nicht jeder mag das. Natürlich hier auch im Wickelbereich, da bin ich. Ja, schöne Grüße hier. Also ich finde es eigentlich sehr neu, hochwertig, finde ich das Ganze. Selbst hier mit so einem schönen Dyson-Teil. Mich würde eigentlich mal interessieren, ob die Spüle sich hier auch wieder so anhört. Wahrscheinlich, komm, ich gehe mal raus aus der Toilette, Entschuldigung. Ihr könnt die Chipstüte wieder auf den Tisch packen. Wir gucken uns das Ganze hier rum. Ja, und hier vorne sitzt unsere Gruppe jetzt, hier mit dem Bailey. Und ja, hier hinten wird es nochmal ein bisschen lockerer alles. Da hinten hat man zum Beispiel einen Spielebereich, wo man dann hingehen kann. Und man kann natürlich auch nach draußen. Und draußen ist es auf jeden Fall schön, weil da pfeift gut der Wind. Also hier kann man sich nochmal einen Kaffee holen. Hier ist natürlich nochmal für die reservierten Gäste. Natürlich auch vom Preis wird hier wieder unterschieden. Ne? Einmal für die Residenzschaft, die zahlt weniger als wir. Wir zahlen mehr. Ach, hier gibt es sogar noch die Hundeboxen. Ah, also das Haustier jetzt von Isabel und Daniel, Entschuldigung, ich kam gerade nicht drauf, deren Haustier darf dort drin sitzen. Also ihr seht hier vorne auch, sitzt auch ein Hund. Also nicht jeder mag das jetzt mit den Boxen, dass die Hunde da sind. Aber ja, andere sagen, okay, das ist was für mich. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall links wie rechts, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man mal rausgeht. Und ihr merkt hier vorne schon an den Herren,
Meine Güte, hier pfeift der Wind wie Hechtsuppe. Ah, na gut, komm. Wir blicken noch mal gemeinsam zurück. Extra um 18 Uhr hier die Fähre genommen, um diesen fantastischen Sonnenuntergang zu sehen. Ja, wo man tatsächlich nicht mehr viel von Teneriffa sieht. Wo geht's hin? Das ist natürlich die große Frage. Direkt zur Nachbarinsel oder mussten sie vielleicht doch springen? Weiter weg, eine andere Insel mitnehmen. Es geht auf jeden Fall auf einer anderen Insel und ja, ich überlege gerade eben nochmal, was haben wir für eine schöne Zeit, aber auch irgendwie dann am Ende eine doofe Zeit auf Teneriffa gehabt. Das muss man erstmal alles sacken lassen. Ich meine, ihr kennt es ja, wir filmen. Wie können wir das Ganze immer so verarbeiten? Ich glaube, die letzten Tage konnten wir es ein bisschen verarbeiten, weil wir einfach ruhig machen wollten, mussten. Eine ganze Woche standen wir am Ende nochmal in Santa Cruz, um alle ja zu gesunden. Der Mian ist auf dem guten Weg der Besserung. Die andere Familie, das kann ich euch sagen, da geht es auch schon jetzt echt bergauf. Wir haben es überstanden und jetzt beginnen neue Abenteuer. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Und so ist auch eine neue Insel, ein neuer Abschnitt, ein neues Abenteuer, worauf wir uns freuen können, euch einladen, hier bei Illo & Mops. Es lohnt sich einzuschalten. Bis dann, 18 Uhr. Ciao!